Hört sich ja interessant an. Ist das hier der Spielplatz? New Vegas? Paradies? Für einen Arsch. Jules. Ich sehe eine Menge Leute kommen und gehen, aber keinen wie Sie. Woher kommen Sie? Ich bin ein Ödlandwanderer wie alle anderen. Warum so argwöhnisch? Nur mit der Ruhe, ich möchte ein paar Fragen stellen. Auf Wiedersehen. Warum so Weil das das argwöhnisch? Gesetz des Landes ist. Man weiß nie, wann jemand einem in den Rücken fällt. Ich habe es lieber, mit ehrlichen Menschen zu tun. Vielleicht vertrauen Sie eines Tages, wenn Sie so viel gesehen und getan haben wie ich einem Red Skorpion, eher als einem neuen Gesicht im Ödland. Schusswaffen 50. Sie sind ganz sicher in der Lage, sich zu verteidigen. Der Abzug Ihres Revolvers glänzt wie Silber. Sie haben gute Augen. Sie mögen Schusswaffen, was? Die Frage ist, können Sie mit mehr als nur einer Waffe umgehen? Was meinen Sie mit mehr als nur einer Waffe? Damit will ich sagen, dass Sie zuerst sich selbst kennen müssen, bevor Sie die Waffe wirklich kennenlernen können. Also dann, zeigen Sie mal. Kennen Sie sich selbst? Überleben 51 von 60. Natürlich weiß ich, wer ich bin. Wer weiß das nicht? Ein andermal zurück zu meinen anderen Fragen. Auf Wiedersehen. Wir Überleben. sehen uns. Da sollten wir uns vielleicht erstmal ein Heftchen angucken. Unter Hilfsmittel. Überleben war das Thema. Schleichen? Nein. Trostlosigkeitsgift. Energiewaffen. Shopping bei Wochenendkrieger. Der Notfallsender. Sprengstoff. Überleben. Was ist denn los? Ich glaube, ich weiß, was Sie vorhin gemeint haben. Also dann, zeigen Sie mal. Kennen Sie sich selbst? Überleben 60. Ich bin eins mit dem Land. Dann verstehen wir uns, wie ein Krieger den anderen. Und ich dachte, ich wäre zu alt, um jemanden meines Schlages zu finden. Ha. Hören Sie, es gibt zwei Arten von Leuten. Man lädt seine Pistole wie ein gewöhnlicher Mensch oder man lädt sie wie ein Teufel. Wir sind nicht gewöhnlich, oder? Ich stopfe gutes Messing mit langsam brennendem Pulver. Als Krönung kommt eine schwere Semi-Wet-Cutter. So All bekommen das? Sie 44er-Munition, die jeden Wichser, der Ihnen blöd kommt, das Fürchten lehrt. Okay. Danke, Jules. Erzählen Sie mehr über sich. Lange Geschichte. Sagen wir einfach. Ich hatte das Töten im Ödland satt und habe jetzt ein besseres Zuhause für meinen alten Hintern gefunden. Was machen Sie hier? Wir sind zwar viele, aber das Ödland sickert durch jeden Spalt und Winkel. Ich passe auf, dass Gefahren für die Bewohner von Nordvegas außerhalb unserer Absperrungen bleiben. Tag und Nacht schiebe ich Wache. Reden wir über Nordvegas. Wir sind unabhängig. Händler, Glücksspieler, RNK-Huren. Alle handeln sie mit uns und wir bieten ihnen Schutz gegen Ungeziefer und Unholde. RNK-Huren? Schon richtig verstanden. Wir mögen diese steifen, peniblen, kleinen Weicheier nicht. New Vegas gehört dem Volk. Die RNK ist nur ein korruptes, fettes Monster, nicht besser als alle anderen Ödlandkriecher. Wir machen dieses Land reich und werden es nicht aufgeben. Wie sieht die Lage mit den Unholden aus? Sie sind ein Haufen Irrer, so voll mit Drogen, dass ihnen das Leben scheißegal ist. Unholde vergewaltigen, töten und verstümmeln aus Spaß. Vault 3 ist Unholdgebiet. Eher Diese nicht mehr. Drogenschädel greifen Westside ständig an. Wenn sie durch die Kanäle kriechen, schaffen sie es sogar bis ins äußere Vegas. Kommen wir zu meinen anderen Fragen zurück. Was gibt's denn? Erklären Sie mir nochmal, wie Ihre Rolle hier aussieht. Ich passe auf, dass Gefahren für die Bewohner von Nordvegas außerhalb unserer Absperrungen bleiben. Tag und Nacht schiebe ich Wache. Ja, und um 11 Uhr abends kommst du dann für 2 Stunden an die Steckdose und dann geht's weiter. Ja, gut. Auf Bis Wiedersehen. später.
Schön. So, wie war das jetzt hier mit dem Spielplatz? Was wollen Landbesetzung Sie? B. Crenton sagt, dass Sie hier nicht bleiben dürfen. Sie müssen woanders hin. Ach was, und weiter? Angreifen, kein Problem, ich werde Sie einfach töten. Falschen, 45. Ich möchte lieber keinen Ärger. Hier sind 50 Piepen, damit Sie sich von der Straße fernhalten. Sprache 45. Ich bin ganz freundlich und das tue ich nur einmal. Hey, kein Stress, Mann. Ich habe da Spaß gemacht. Wir gehen ja schon. Stimmt's, Jungs? Ne? Unsere Jungs haben die Einschienenbahn wieder zum Laufen gebracht. Das freut mich. Hallo. Verpiss dich. Wie verpiss dich? Unsere Jungs haben die Verpiss dich. Einschienenbahn wieder zum Laufen gebracht. Eine Rakete. Ein Anhänger ist bei uns stets willkommen. Okay, wer bist du? Die RNK sollte in ihr eigenes Land zurückgehen. Ich bin mir sicher, dass ihre Leute sie vermissen. Erstmal lecker Bierchen am Kinderspielplatz. Ihr seid doch auch total fertig. Mir tut alles weh. Was war das? Warst du bei Fisto? Ich werde die Jeeves. nächste verdammte Ratte essen, die ich sehe. Oh, bei deinem guten Hunger. Haben Sie sich schon Cranton, um die Landbesitzer gekümmert? habe ich. Ich habe mich um diese neuen Kümmerlinge gekümmert. Das hört man gern. Bei Fremden kann man nie vorsichtig genug sein. Haben Sie irgendwelche Arbeit für mich? Gute Arbeit mit diesen Neuankömmlingen. Ich glaube, Sie sind bereit für wichtigere Jobs, mit größeren Belohnungen. Och, das In der geht. Kanalisation treiben sich ein paar üble Typen herum. Sie sind zwar keine allzu große Gefahr, trotzdem möchte ich, dass Sie sich um sie kümmern. Ich kümmere mich um Sie. Das freut mich zu hören. Kommen Sie wieder, wenn Sie verschwunden sind. Sich um die Gruppe Unruhestifter kümmern. Ich werde die nächste verdammte Ratte essen, die ich sehe. Was machst du hier für ein Silly Walk? Sind wir hier bei Monty Python? Im Thorn habe ich gesehen, wie ein Monster einen Mann in zwei gefetzt hat. So, was haben wir hier? Das Grey. Ey, Alter, wer bist du denn? Hau ab! Wie, hau ab. Andys Zimmer? Das ist aber auch schön hier. Was haben wir denn da? Ach, der Toaster an der Wanne. Ja, natürlich, ist klar. Auch nicht schlecht. Mit dem Dino-Spielzeug eine Kippe in die Fresse Hallo? gedrückt. Ich brauche ein bisschen feines Jet. Ja, kann ich vielleicht weiterhelfen, aber. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Ja. Mal zeigt uns Red Lucy ihre Todeskrallen. Was geht denn hier ab? Hallo? On stage, in person. Im Zorn werde Baxter. ich eine schöne Wette abschließen. Mit dem Aufräumen haben sie es aber nirgendwo. Jetzt stand da schon wieder irgendwas, aber ich komme da jetzt gerade gar nicht so mit. Ich brauche meinen Schuss. Hallo? Ja, hallo.
So, wo geht's hier weiter? Wer bist du? Auch nur ein Bewohner. Trim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Hier haben sie sich die Tür direkt gespart. Sieht auch wirklich phänomenal aus hier alles. Ein Zimmer Vorsicht schöner als das andere. In den westlichen Abwasserkanälen. Eine leere Sunset Sarsaparilla Flasche. Eine Original Vault-Tec Lunchbox. Na, wer bist du? Vorsicht bei den Unholden in den westlichen Abwasserkanälen. Oh, eine Werkbank. Und ein Dino. Oh. Ne, einen Teddybär wollte ich nicht klauen. Ich brauche Mr. Knuddel. Ich kann nirgendwo sonst hin. Ich brauche ein bisschen feines Jet. Ja. Kann Vorsicht ich... bei den Unholden in den westlichen Abwasserkanälen. Mhm. Vorsicht bei den Unholden in den westlichen Abwasserkanälen. Habt ihr auch andere Sprüche auf Lager? Von da bin ich reingekommen. Was haben wir hier denn noch? Viel scheint es hier aber auch nicht mehr zu geben. Bisschen verlebt alles hier. Bisschen verlebt. Ja gut, dann gehen wir an der anderen Seite raus und dann gucken wir mal, ob wir da nicht mal in die Kanalisierung. Oh, was haben wir denn hier? Im Thorn werde ich eine schöne Wette abschließen. Die Nordkanalisation. Hm. Autorisiertes Personal nur. Dann gucken wir doch mal. Nein. Ach, geh weg, Eddie. Wieder ein riesiges Gebiet hier unten drunter wahrscheinlich. Wer bist du denn? Passen Sie auf Ihr Zeug auf. Verdammte Diebe. Mhm. Passen Sie auf. Gehen Sie nicht so weit runter. In den tieferen Ebenen finden Sie nur Schatten und Gefahren. Okay. Ich glaube nicht, dass ich es irgendwann mal nach oben schaffen werde. Du gehst die Treppe hoch, machst den Deckel auf und dann bist du oben. Irgendwann mal zeigt uns Red Lucy ihre Todeskrallen. Wer ist Red Lucy? Mir tut alles weh. Unholde kommen hier nicht mehr her. Die war wahrscheinlich auch bei Fisto. Hier ist mal gar nichts. Nach Thorn. Nee. Eieieiei. Käfige des Thorn. Oh.
3 Todeskrallen. Da haben wir keinen Schlüssel für. Da haben wir keinen Schlüssel für. Das Thorn. Geht's also noch weiter runter. Eieieiei. Ich habe mich jetzt schon... Ja, verlaufen will ich nicht sagen, aber ich... Puh, ich weiß nicht, wo ich jetzt hier bin. 2 Türen zur Auswahl. Nehmen wir die hier. Da haben wir keinen Schlüssel für. Kein Zugang. Wie nett. Das Thorn. Das Thorn. Wo geht's denn hier noch weiter? Da geht's nicht mehr weiter. Gehen wir doch einfach mal hier durch die Tür. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Ach du Scheiße. Passen Sie auf, wo Sie rauskommen. Die Abwasserkanäle können in Unholdgebiet führen. Halten Sie sich an die Regeln des Thorn. Okay, wenn du das sagst. Toller Kampf heute! Was? Toller Kampf? Wollen Sie die Kämpfe sehen oder Red Lucy? Keine Ahnung, aber du siehst ein bisschen aus wie Wolverine. Red Lucy. Ich würde mich erinnern, wenn ich sie schon mal hier gesehen hätte, ganz sicher. Was wollen Sie? Was ist das für ein Ort? Das Geschrei unserer blutrünstigen Menge dringt bis in die letzten Winkel des Ödlands. Aber ich tue mal so, als sei ihr Unwissen keine Beleidigung. Das ist das Thorn. Hier erkämpfen sich die Starken einen Namen, während die Schwachen zur Hölle geschickt werden. Sie können auf die Teilnehmer setzen. Oder, falls Sie das Zeug dazu haben, selbst teilnehmen. Ich warne Sie. Das Thorn verlangt Respekt. Wenn Sie die Regeln brechen oder mich irgendwie beleidigen, werde ich Sie vor allen Leuten ausweiden. Oh. Erzählen Sie mir mehr über das Thorn. Was wollen Sie denn wissen? Wie sind die Regeln? Die Regeln sind einfach. Meine Kreaturen kämpfen zu unserer Unterhaltung. Sie können auf einen Teilnehmer wetten. Bei Sieg erhalten sie das Doppelte. Aber sie erhalten mehr, wenn sie ihren Kragen im Thorn aufs Spiel setzen. Gewinnen sie einen Kampf, dann gebe ich ihnen einen Anteil an den Einnahmen. Ich dulde nicht, dass jemand in die Kämpfe eingreift. Beleidigen sie mich und ihr Blut wird als nächstes vergossen. Ansonsten ist alles erlaubt. Wer oder was kämpft im nächsten Match? Red Skorpione. Die Leute lieben die Viecher. Ich setze 20 auf Rot, ich setze 20 auf Blau, ich möchte im Thorn kämpfen. Ich setze 20 auf Blau. Okay, viel Glück und viel Spaß beim Gemetzel. Okay, ja. Wo ist denn Blau und wo ist Rot? Ein Schlückchen aus der Vault 13, bla bla bla. Es ist Zeit für Blut, nicht Worte. Wir sehen uns nach dem Kampf. Es sieht schwer danach aus, als wäre der Kampf vorbei. Gut gemacht.
Hier ist Ihr Anteil. Danke. So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!